Was ist die Bedeutung des Wortes? Das Sterben, Tod, das Enden. Nicht nur das Enden, sondern was nach dem Tod geschieht. Nimmt man die Erinnerungen des eigenen Lebens mit? Die gesamte asiatische Welt glaubt an Reinkarnation. Das heißt, ich sterbe, ich habe ein elendes Leben geführt, habe vielleicht hier und da ein wenig Gutes getan, und im nächsten Leben werde ich besser sein, werde ich mehr Gutes tun. Das Ganze beruht auf dem Prinzip von Belohnung und Strafe, wie alles andere im Leben. Ich tue Gutes in diesem Leben und ich werde es besser haben im nächsten Leben. Reinkarnation basiert auf dem Wort Karma. Das bedeutet im Sanskrit Tat, Handlung. Es besteht also der Glaube, dass man im nächsten Leben eine bessere Chance bekommt, die davon abhängt, was für eine Art Leben man jetzt geführt hat. Die Belohnung und die Bestrafung. Und im Christentum glaubt man an die Auferstehung und so weiter. Wenn wir also für den Moment all das beiseite lassen können, wirklich beiseite lassen, ohne uns an das eine oder andere zu klammern, was ist dann der Tod? Was bedeutet es dann zu sterben? Nicht nur biologisch, physisch, sondern auch psychisch, seelisch. Die ganze Anhäufung von Erinnerungen, die eigenen Neigungen, Fertigkeiten, unsere Eigenheiten, Dinge, die man gesammelt hat, sei es Geld, Wissen, Freundschaft, was immer sie wollen, all das haben sie sich angeeignet. Und dann kommt der Tod und sagt, tut mir leid, du kannst davon nichts mitnehmen. Was bedeutet es also, zu sterben? Ich habe also Wurzeln geschlagen, habe viele Dinge um mich herum aufgebaut und der Tod kommt und fegt alles hinweg. Ich frage mich daher, ob es möglich ist, mit dem Tod zu leben, die ganze Zeit, nicht am Ende von 90 oder 100 Jahren, nicht am Ende meines Lebens, sondern mit meiner ganzen Energie, meiner Vitalität und allem, was vor sich geht, kann ich jederzeit mit dem Tod leben. Nicht Selbstmord begehen, das wäre zu dumm, sondern mit dem Tod leben. Das bedeutet, täglich all das zu beenden, was ich angesammelt habe. Das Enden all dessen. Enden ist wichtiger als Kontinuität. Das Enden bedeutet den Beginn von etwas Neuem. Das bedeutet Freiheit, vollkommene, totale, ganzheitliche Freiheit. Und in dieser Freiheit ist große Liebe und Mitgefühl. Und jene Intelligenz, die kein Ende hat, die unermesslich ist.